Wir freuen uns auf ein Spiel, das es in sich hat, auf ein Duell, über das im Vorfeld viel diskutiert wird. Gleich geht's endlich los, bleiben Sie dran. Wird's gelingen? Bleiben Sie dran, gleich geht's los. Willkommen zu diesem Spiel, liebe Zuschauer, und willkommen im BVB-Stadion Dortmund. Am Mikrofon für Sie, wie gewohnt, Wolf Fuß und Frank Buschmann. Schön, dass Sie zu Hause mit dabei sind. Die UEFA Champions League läuft. Es kommt heute zu einem Duell in der Gruppenphase. Borussia Dortmund gegen Atletico Madrid. Ein wichtiges Gruppenspiel in diesem Wettbewerb. Wolf, da wollen natürlich beide heute überzeugen. Beide wollen den Sieg, ist ja klar. Du brauchst natürlich die Punkte. Von daher dürfte es interessant werden. So geht Borussia Dortmund in diese Partie. Im Tor ist Gregor Kobel. Mats Hummels spielt mit Nico Schlotterbeck in der Innenverteidigung. Marcel Sabitzer steht im Zusammenspiel mit Emre Can auf den Positionen in der Mitte. Und im Sturm beginnen sie mit nur einem Mann. Und das ist Niklas Füllkrug. Da haben wir die Startformation von Atletico Madrid. Im Tor steht Jan Oblak. Stefan Savic spielt neben Mario Hermoso in der Verteidigung. Marcos Llorente steht zusammen mit Koke im Mittelfeld. Und Antoine Griezmann spielt im Sturm gemeinsam mit Alvaro Morata. Da ist die Flanke. Gehalten war kein Kopfball, der hier für echte Gefahr hätte sorgen können. Ja, das war alles in allem eher schwach. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Verteilt den Ball unglaublich gut, hat dieses Auge für die Situation, für die Nebenleute. Wir reden ja oft darüber, wie gut bei denen der Ball läuft. Das ist einer der Hauptgründe. Jadon Sancho. Gut verteidigt. Jadon Sancho holt sich den Ball im eigenen 16er. Brandt. Brandt. Marcel Sabitzer. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Ecke kommt in den 16er. Gefahr bereinigt, Ball wird rausgespielt. Julian Brandt. Sancho. Erstmal wichtig, hier im Ballbesitz zu bleiben. Emre Can. Der Block, Szene bleibt gefährlich. Jadon Sancho. Schwacher Abschluss, überhaupt nicht gefährlich. Es gibt Einwurf, Ball ist draußen. Gucke jetzt am Ball. Alvaro Morata mit dem Ball. Er kann sie in Führung bringen. Den hält er natürlich. Okay, jetzt. Da ist der Ball jetzt weg. Malen. Dortmund über außen. Aber dann ist der Ball weg. Sie machen also nichts aus dieser Szene. Morata. Marcos Llorente. Marcos Llorente! Die Gefahr ist erstmal bereinigt.
Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Den Ball will er nicht hergeben. Daniel Malet. Atletico hat jetzt vielleicht Platz auf dem Flügel. Den Ball hat die Abwehr. Saúl. Die Flanke jetzt auf Morata. Ball ist weg. Kommen Sie vielleicht noch mal ran. Brandt. Da wollen Sie unbedingt im Ballbesitz bleiben. Könnte was werden. Guter Pass. Sie machen sofort Druck und dann der Ballgewinn im Angriffsdrittel. Der BVB mit der Ecke. Wenn sie die nutzen können, wäre das natürlich der Führungstreffer. Bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejubeln. Ecke kommt lang. Der Befreiungsschlag nach dieser Ecke. Schlotterbeck. Das ist Brandt. Schan. Marcel Sabitzer. Ich glaube, er ist angeschlagen. Sie sollten ihn vielleicht rausnehmen. Ball erstmal weg. Sabitzer. Er wirft sich in den Schuss. Das war wichtig. Jetzt kommt die Ecke. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Ganz energisch. Riasson. Das ist Emre Can. Immer noch mit dem Ball. Parade Oblak, weiter geht's. Er macht zu. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Gucke. So, Pause. Das war's im ersten Durchgang hier im BVB-Stadion Dortmund. Bislang ist das hier noch keine überzeugende Leistung, oder? Bisher tut er sich noch schwer. Kommt nicht rein in dieses Spiel. Ist überhaupt noch kein Faktor. Wir machen weiter mit dem zweiten Spielabschnitt im BVB-Stadion Dortmund. Morata. Nahuel Molina. Ball ist bei Saúl. Da muss er hin und holt sich den Ball. Füllkrug. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Jadon Sancho. Den Angriff unterbindet er, aber ich vermute, es gibt Gelb. Die gelbe Karte also für Atletico Madrid kann man geben. Ne? Herr Wolf, muss man vielleicht sogar. Und jetzt muss er aufpassen. Oh ja, da sehen wir es. Er ist nicht zufrieden mit dieser Entscheidung. Diese gelbe Karte passt ihm mal gar nicht. Die Chance jetzt. Kein Tor. Klasse gemacht. Das war knapp.
Misslunge der Pass. Anspielstationen werden da, machen sie sehr gut. Griezmann. Ja, das hätte gefährlich werden können. Ganz wichtige Aktion. Mario Hermoso. Savic. Witzel ist das. Viel mit Auge. Morata. Mats Hummels ist da. Sehr gut aufgepasst. Herr Griezmann. Spiel geht mit Einwurf weiter. Morata. Griezmann. Alvaro Morata mit dem Ball. Der BVB jetzt am Ball. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Jetzt Witzel. Jetzt versuchen sie es hier, Atletico Madrid. Er hat den Ball, wird da was draus? Jetzt Sabitzer. Das ist Brandt. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Marcel Sabitzer. Sancho. Jetzt Sabitzer. Sehr gutes Ab. Die Chance hier. Ganz sichere Parade. Atletico mit dem Wechsel. Ecke kommt in die Mitte. Das ist Daniel Mahlen. Sancho. Ball jetzt bei Koke. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Jetzt in der Anspielstation. Das ist Emre Can. Mahlen. Sabitzer. Er schirmt den Ball ab. Riasson. Er dribbelt in die Mitte. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Weg ist der Ball. Morata. Ball kommt schön nach innen. Gute Aktion. Ball ist raus. Wechsel bei Atletico. Da haben sie jetzt den Ball. Füllkrug. Ball bei Mahlen. Ball bei Can. Emre Can. Sabitzer. Geblockt, aber weiter gefährlich. Und das Tor, sie führen. Und das ganz spät in diesem Spiel. Müsste eigentlich die Entscheidung sein. Wir schauen auf die Wiederholung. Ich glaube, Ausgangspunkt für dieses Tor ist dieser unnachgiebige Druck. Irgendwann ist die Lücke dann offen.
ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Er bekommt Hilfe. Atletico will unbedingt diesen späten Ausgleich. Sie versuchen es nochmal. Aber dann ist der Ball doch weg. Szene erstmal beendet. Gelegenheit jetzt für einen Konter. Pass kommt gut. De Pau. Morata am Ball. De Pau. Ja, ja, das ist Abseits. Sie wechseln. Savic. Witzel ist das. Morata. Amoso. Ball jetzt bei Koke. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Marcos Llorente. Wir sehen es. Nochmal der Versuch von Atletico hier zum späten Ausgleich zu kommen. Den Ball holt er. Gut verteidigt. Das war's für heute. Schlusspfiff. Es gibt an diesem ersten Spieltag eine Niederlage. Das ist der Fehlstart, den hier in der UEFA Champions League jeder vermeiden wollte. So eine enge Gruppe. Du musst jedes Spiel ernst nehmen, immer 100% geben, sonst kommt eben sowas dabei raus. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Nächstes Spiel, trotz Reaktion. Das ist angesagt. Heute war das wirklich eine gute Leistung. Hat natürlich mit dem Führungstor viel gezeigt. Ja, sie leben von solchen Toren. Das ist einfach stark. Diese Torgefahr, diese Kaltschnäuzigkeit haben wir heute wieder erlebt. Und dann kommt eben auch ein Sieg dabei raus.